Liebe Gäste, ich heiße Sie im Namen der Landsberger IPPNW Regionalgruppe ganz herzlich willkommen in jetzt ungefähr 160, glaube sogar 165 IPPNW-Mitglieder, die aus ganz Deutschland angereist sind. Du bist unser Vorbild und wir freuen uns heute, von dir etwas zu hören. Verehrte Frau Oberbürgermeisterin, lieber Herr Bader, lieber Herr Kollege Lerch, meine Damen und Herren, liebe IPPNW-Freundinnen und Freunde. Es ist mir wirklich eine große Freude, dabei zu sein und wieder viele altbekannte Gesichter neu zu sehen und an dieser wunderbaren Veranstaltung teilzunehmen. Und gleichzeitig Rolf Bader und Herrn Lerch bewundern, dass er innerhalb so kurzer Zeit so etwas Fabelhaftes auf die Beine stellen konnte. Wir feiern heute 40 Jahre Internationale Ärzteorganisation IPPNW und damit auch 40 Jahre erfolgreiche Warnung vor dem Ausbruch eines Atomkriegs. Er konnte Gott sei Dank verhütet werden, auch dank unserer Bemühungen. Ob das auch weiter gelingen wird, ist heute eine offene Frage. Denn sowohl Putin als auch der russische Außenminister haben in letzter Zeit mit der Anwendung von Atomwaffen gedroht. Wenn die USA und Europa moderne schwere Waffensysteme an die Ukraine liefern würden, damit würde die Existenz Russlands gefährdet. Und dann sei auch nach der russischen Kriegsordnung der Einsatz von Atomwaffen gestattet. Mit anderen Worten, Putin wäre zum atomaren Erstschlag bereit. Auf den der amerikanische Präsident Biden mit Atomraketen antworten würde. Auch er hat bereits die amerikanischen Atomraketen aktivieren lassen und damit der Notwendigkeit der Abschreckung begründet. Diese letztere Tatsache wird nun leider auch von der europäischen Bevölkerung in Mehrheit ohne offenen Protest zur Kenntnis genommen. Auch in Deutschland haben laut Panorama-Befragung ergeben, dass etwa 64% für den Erhalt der amerikanischen Atombomben in Büchel sind und dem Kauf der für den Abwurf notwendigen anderen modernen F-35-Bomber zustimmen. Vor einem halben Jahr wollten noch 57-70% den Abzug der Atombomben aus Deutschland. Der ungünstige Kriegsverlauf in der Ukraine macht sich offenbar bemerkbar. Daher müssen wir heute auch leider wieder an die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August erinnern, 1945, da uns ein ähnliches Schicksal angedroht wird. Damals hatte eine einzige primitive Uranbombe mit einer Sprengkraft von 13 Kilotonnen mehr als 100.000 Menschen innerhalb von Sekunden oder qualvoll innerhalb weniger Stunden getötet und die beiden Städte total zerstört. Dazu genügten also jeweils ein einziges Flugzeug mit jeweils einer einzigen Bombe. Und deswegen glaubte die Welt nach 1945, nun werde für alle Zeiten kein großer Krieg mehr möglich sein. Wie sehr wir uns getäuscht haben, zeigt diese Aufstellung. Jedes Jahr seit 1945 tobten 25 bis 50 Kriege, obgleich auch Atommächte teilnahmen. Ich habe sie hier aufgeführt, könnt das diagnostisch stehen lassen. Die Feindschaft USA und der Sowjetunion ging nach 1945 mit einem Atomwaffenrüstungswettlauf einher.
Fortwährend wurden in der Wüste von Nevada und auf dem sowjetischen Testgelände Semipalatinsk in Kasachstan Atombomben-Testexplosionen durchgeführt. Dass es dabei immer zu starken radioaktiven Niederschlägen kam, das wurde der Bevölkerung verheimlicht, bis in den Zähnen von Kleinkindern radioaktives Strontium nachgewiesen wurde. Und dann wurde auch das ärztliche Gewissen wach, auch von Bernard Laun. Er hatte 1960 seine Erfindung der Elektrodefibrillation zur Lebensrettung bei tödlichem Herzstillstand erfunden und publiziert und war dadurch bei der internationalen Ärzteschaft bekannt geworden. Er hatte sich bis zu seinen großen medizinischen Erfolgen, wie er mir erzählt hat und in seinen Memoiren schreibt, zwar Sorgen über das Risiko eines Atomkriegs gemacht, aber keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, dass es doch zur ärztlichen Verantwortung auch gehöre, sich zu Wort zu melden. Wir können jetzt bei unseren Patienten den akuten Herztod verhindern, aber sind hilflos und bleiben schweigend bei dem Wahnsinn der Politiker, massenhaft Atombomben zu produzieren. Und deshalb beschloss er, sich mit Kollegen zu beraten, und er konnte eine kleine Gruppe von ärztlichen Kollegen aus Harvard in seine Wohnung einladen. Hieraus, aus dieser kleinen Gruppe, entwickelte sich 1961 eine feste Gruppe von 12 Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern. Sie gründeten die Physicians for Social Responsibility, also die Ärzte für soziale Verantwortung. Sie beschlossen, sich intensiv mit den Grundlagen und Konsequenzen von Atomwaffen zu befassen und dann die internationale Ärzteschaft und die Zivilbevölkerung mit einer Reihe von Artikeln in den Medien zu informieren. Ein großer Artikel in der New England Journal of Medicine mit dem Titel »Die medizinischen Folgen des thermonuklearen Krieges« enthielt die Aussage, dass nach dem Abwurf einer 1 Megatonnen-Atombombe über einer Stadt, wie zum Beispiel Boston, Millionen sterben oder schwer verwundet und an Strahlenschäden nachfolgend sterben würden und es keine medizinische Hilfe geben würde und sogenannte zivile Schutzmaßnahmen nutzlos sein würden. Dieser Artikel erregte die amerikanische Bevölkerung und dann auch die Regierungen in Washington und Moskau, da auch die Pravda den Artikel gedruckt hatte. Die erste wichtige Konsequenz dieses Artikels und eben der Physicians for Social Responsibility war, dass 1963 die Präsidenten Kennedy und Khrushchev einen Vertrag abschlossen, dem zufolge die Atomwaffentests nicht mehr atmosphärisch, sondern nur noch unterirdisch durchgeführt werden durften. Das war der Limited Test Ban Treaty. Ich kann auf die weitere sehr wichtige Entwicklung der PSA nicht eingehen, möchte aber einige Namen der historischen Persönlichkeiten retten. Ich finde, sie verdienen es, genannt zu werden. Es sind neben dem ersten Präsidenten der PSA, nämlich Bernard Laun, die Mitbegründer Dr. Eric Shiffian, Herbert Abrams, Dick Sardell, Sidney Alexander, Jack Geiger und insbesondere die australische Kinderärztin Dr. Helen Caldicott, die in der Nachfolge von Bernard Laun dann Präsidentin wurde. Sie war eine charismatische Persönlichkeit, die ganz speziell vor den Risiken der Atomenergieanlagen warnte und in vielen amerikanischen und europäischen Städten, so auch in der Bundesrepublik, Vorträge hielt. Ihrem Einfluss war ganz wesentlich zu verdanken, dass bei uns in Westdeutschland die ersten und sehr wichtigen Regionalgruppen gegen Atomenergie entstanden, so zum Beispiel in Berlin, Hamburg, München, aber auch in anderen.
Aus vielen von diesen IPP haben wir Regionalgruppen gegen Atomenergie, entwickelten sich dann später IPPNW-Regionalgruppen. Und damit komme ich auch zum zweiten Teil meiner Rede, die zeigen will, wie eine einzige Persönlichkeit, nämlich Bernard Laun, auf dem Höhepunkt der tödlichen politischen Feindschaft zwischen den USA und der Sowjetunion eine unpolitische, ärztliche Kooperation von amerikanischen und sowjetischen Ärzten erreichte, die wesentlich zur politischen Entspannung zwischen den Nationen beitrug. Wie war damals die Gefahrenlage? Das muss man sich immer wieder erinnern, besonders auch für uns in Westdeutschland. 1976, 77 hatte die Sowjetunion in der DDR und in Polen SS-20 Mittelstreckenraketen deployiert, woraufhin die NATO auf Helmut Schmidts Wunsch 1979 mit Atomsprengköpfen belastbare oder bestückbare amerikanische Pershing-2-Raketen und Marschflugkörper in der Bundesrepublik stationieren ließ. Diese wären in der Lage gewesen, Moskau und weitere wichtige russische Städte innerhalb von einer halben Stunde oder weniger zu erreichen und führte deswegen zu einer großen Aufregung in der sowjetischen Regierung. Dieser NATO-Doppelbeschluss steigerte die Krise erheblich. Zur gleichen Zeit gab es in den USA und Sowjetunion je 25.000 Atomwaffen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir haben damals gesagt, das entspricht einer psychischen Krankheit. Davon waren in Europa über 7.000 amerikanische, die meisten davon in der Bundesrepublik. An der deutsch-deutschen Grenze waren Atomminen deponiert und in Sondermunitionslagern tragbare Atomsprengkörper mit der dreifachen Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe. Diese gehörten alle zum Bundeswehrverteidigungskonzept, das bis 1986 galt. Man befürchtete damals einen massiven sowjetischen Panzerangriff im sogenannten Fulda-Gap. Die Älteren unter uns und die sich schon damals an der Politik interessiert waren, werden sich daran erinnern, immer an die Gefahr, dass in der Fulda-Gap ein Panzerangriff ankommen würde. In dieser Gefahrenlage, ich muss mal ein Stückchen trinken. In dieser Gefahrenlage beschloss Professor Laun 1979, dass die Ärzteschaft sich einschalten müsse, wie das auch jetzt bei der IPPRW mit uns ist, um den Ausbruch eines Atomkriegs verhüten zu helfen. Er lud wissenschaftlich bekannte Professoren und Ärzte der Harvard Medical School und der PSA wieder in seine Wohnung ein, um zu beraten, was zu tun sei. Nach langen Diskussionen stimmte man Launs Meinung zu, mit sowjetischen Ärzten Kontakt aufzunehmen. Sowohl er als auch der junge Kardiologe Dr. Jim Muller, der als Student und Klinikassistent über 2 Jahre in Moskau gelebt hatte, kannten russische Ärzte noch, mit denen sie gemeinsam kardiologische Projekte bearbeitet hatten. Zu diesen Ärzten also gehörte auch der Direktor des sowjetischen Herzzentrums in Moskau, Professor Evgeny Chazov, den Sie hier sehen auf dieser Seite. Er war Mitglied der Akademie der Wissenschaften und beratender Arzt der sowjetischen Führungsriege im Kreml. Auch den gut Englisch sprechenden stellvertretenden Gesundheitsminister Dmitri Benediktov hatte er kennengelernt. Im Februar 1979 schrieb Laun nun an diesen Dmitri Benediktov, an den stellvertretenden Gesundheitsminister, einen langen Brief, in dem er den Wahnsinn des weiteren atomaren Wettrüstens und der Mutual Assured Destruction, also der gegenseitigen Vernichtung, beschrieb.
Wenn nicht die Vernunft über den Wahnsinn siegt, dann gehen wir den unerbittlichen Weg zum Massenselbstmord. Wie können wir Ärzte dazu schweigen? Das ist ein Zitat. Laun erhielt auf seinen Brief keine Antwort. Nach Monaten des Warnens schrieb Laun einen Brief gleichen Inhalts an Chasow. Auch dieser antwortete nicht. Der Zufall wollte, dass Laun einige Zeit später in seinem Laboratorium einer besuchenden sowjetischen Kardiologin begegnete, die im Nationalen Kardiologischen Zentrum in Moskau als Dozentin tätig war. Sie erklärte sich sogleich bereit, einen Brief von Laun, jetzt unter dem Datum 29. Juni 1979, Chasow persönlich zu übergeben. In dem Brief schlug Laun eine Konferenz von sowjetischen, amerikanischen und japanischen Ärzten zur Erörterung der medizinischen Konsequenzen des thermonuklearen Wettrüstens vor. Und jetzt wieder Zitat, um das öffentliche Interesse weltweit wachzurütteln. Wieder erhielt Laun keine Antwort. Aber nach 4 Monaten traf dann doch einer ein, mit dem Inhalt, dass er Chasow Launs Vorschlag aber nicht unterstützen könne. Aber sich einen weiteren Meinungsaustausch erkläre. Das ist eben so wichtig, dass es eben nicht einfach ist, Zustimmung zu bekommen. Laun und seine Kollegen Eric Chifkin, Jim Muller und Herbert Abrams ließen sich nicht entmutigen. Sie schrieben einen offenen Brief an den amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter und an den sowjetischen Vorsitzenden des Zentralkomitees Leonid Brezhnev. Und der wurde dann in der New York Times im März 1980 veröffentlicht und von 700 amerikanischen Ärzten und Wissenschaftlern, darunter 7 Nobelpreisträgern, unterzeichnet, sowie natürlich von Laun, Chifkin, Herbert Abrams und Jack Geiger, die den Text formuliert hatten. In dem offenen Brief wurde in 5 Abschnitten erklärt, dass ein Atomkrieg, selbst ein lokal begrenzter, zu Tod und Zerstörung führen werde, wie sie es noch nie gegeben habe. Und dass es keine medizinische Hilfe für die betroffenen Menschen geben werde. Maßnahmen für Zivilschutz vergeblich seien und dass eine Erholung der Natur und Umwelt nach radioaktiver Kontamination nicht geben werde. Im Atomkrieg gebe es keinen Gewinner. Deswegen appellieren sie, und jetzt wieder Zitat, beenden Sie die nuklearen Tests, bannen Sie alle Atomwaffen und beginnen Sie mit dem Abbau. Wir drängen Sie, sich mit uns zu treffen und die Folgen eines Atomkriegs zu diskutieren. Wir bitten dringend die Ärzte in Amerika und der Sowjetunion, sich dem Appell anzuschließen. Zitat Ende. Zunächst gab es keine Reaktion der Regierung. Doch dann kam ein Telegramm in Boston an. Beim sowjetischen Botschafter Anton Dobrynin in Washington sei ein Brief von Präsident Brezhnev persönlich abzuholen. Brezhnev schrieb darin, dass er die Gefahren eines Atomkriegs ebenfalls sehe und deshalb dem Appell zustimme. Wörtlich heißt es dort, you may be assured that your human and noble activities aimed at prevention of nuclear war will meet with understanding and support in the Soviet Union. Good wishes, Brezhnev. Also, Sie mögen versichert sein, dass Ihre humane und noblen Aktivitäten, die zur Verhütung eines Nuklearkrieges dienen sollen, auf volles Verständnis und Unterstützung der Sowjetunion treffen werde, mit guten Wünschen. Die Boston-Gruppe entschied, dass Laun zu dem Treffen reisen solle. Am Flugplatz wurde er von Chasow empfangen und nun begannen die Gespräche über Launs Plan einer sowjetisch-amerikanischen Ärzteorganisation. Chasow
reagierte unbeeindruckt von Brezhnevs Brief, war sogar überrascht und anfangs ablehnend. Er würde sich unter gar keinen Umständen für eine antinukleare Organisation einsetzen lassen. Und er war verwundert über Launes Naivität. Nach stundenlangem Gespräch bis in die Stadt von Laun und Tschachow trennten sie sich. Laun war sehr enttäuscht. Aber am nächsten Morgen gab Tschachow unerwartet seine Bereitschaft zur Unterstützung des Projektes. Angeblich hatte seine Tochter ihn dringend zugeraten. Aber wahrscheinlich hatte Tschachow die Genehmigung vom Zentralkomitee erhalten. Von nun an wurde Tschachow ein fester und überzeugter Unterstützer und bald ein enger Freund von Laun. Er arrangierte ein Treffen mit dem Präsidenten der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, Professor Nikolai Blochin, und dem Leiter der Abteilung Internationale Angelegenheiten beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Beide Herren verstanden nicht, wozu denn überhaupt eine antinukleare Ärzteorganisation gut sein könne. Aber Tschachows Bereitschaft zur Beteiligung legitimierte sie, die Bemühungen fortzusetzen. Und diese kleine Gruppe, die kleine Gruppe in Boston, die sich regelmäßig in Launes Wohnung auch weiterhin traf, bestand nun aus Laun, dem Professor Herbert Abrams, dem Kardiologen Jim Muller, dem Psychiater Eric Schiffian und neu dem Kardiologen John Pastore und dem Internisten David Krüger. Motiviert durch Tschachows Zustimmung beschlossen sie, die Gruppe durch bekannte amerikanische Ärzte zu vergrößern. Sie luden im Juni 1980 zu einem Treffen in Harvard ein, an dem 32 teilnahmen, unter ihnen der Dekan von der Harvard Medical School for Public Health, Dr. Howard Hyatt, und Professor Alex Leaf, Chef der medizinischen Fakultät am Massachusetts General Hospital. Mit allgemeiner Zustimmung wurde nun entschieden, dass die Ziele für die Organisation einer amerikanisch-sowjetischen Ärztekooperation noch gründlicher erörtert und abgegrenzt werden müssten und daher eine kleine Zusammenkunft irgendwo in Europa stattfinden müsse, um für Anfang 1981 einen internationalen Kongress abhalten zu können. Und dieses Treffen, diese kleine Konferenz, fand im Dezember 1980 im Richmond Hotel in Genf statt, mit je drei sowjetischen und drei amerikanischen Partnern. Es waren dies Professor Tschachow, Akademiemitglied, dann Direktor des Herzzentrums, dann Professor Cousin, Direktor des Chirurgiezentrums der Akademie der Wissenschaften, und Professor Leonard Ilyin, Leiter der Nationalen Kommission für Strahlenschutz und Physik, Gesundheitsministerium. Und für die amerikanische Seite wählte Laun die beiden engen Mitarbeiter, Dr. Schiffern und Dr. Jim Muller. Er konnte fließend Russisch sprechen. Die nun beginnenden Diskussionen verliefen zuerst in einer sehr gereizten Atmosphäre, die fast zum Scheitern geführt hätte. Da Jim Muller zur Information aus amerikanischen Zeitungen zitierte, die starke antisowjetische Nachrichten enthielten. Laun konnte erklären und beschwichtigen, und in freundschaftlicher Atmosphäre konnten die Verhandlungen fortgesetzt werden. Nach knapp drei Tagen bestand völlige Einigkeit über die Gründung einer internationalen Ärztevereinigung zur Verhütung eines Atomkriegs, also IPPNW. Das war der Gründungstag 1981 der IPPNW. Mit der Co-Präsidentschaft von Laun und Tschachow sowie der Planung und Ausführung eines ersten internationalen Kongresses.
Diese Zusammenkunft in Genf stellte einen Wendepunkt dar. Und ohne die es keine IPPNB gegeben hätte, sagte Lahn. Es war fest vereinbart worden, dass die sowjetische Invasion Afghanistans, die zur gleichen Zeit stattfand, aber nicht erwähnt werden dürfe, weil sonst die sowjetischen Teilnehmer nicht hätten zustimmen dürfen. Der erste blockübergreifende Kongress fand dann im März 1981 im Kongresszentrum Erlihaus in Virginia statt. Es war Laun und seinen engen Mitarbeitern, besonders Jim Muller, Eric Chivian und Herb Abrams, gelungen, prominente Ärzte und Wissenschaftler aus USA, Japan und Sowjetunion als Referenten sowie Ärzte aus 8 europäischen Ländern und 2 aus Kanada und Australien als Teilnehmer einzuladen, darunter auch 2 deutsche Ärzte. Ich war auch eingeladen, konnte aber wegen Verpflichtungen auf dem Deutschen Internistenkongress absagen müssen. Das Thema des Erlihaus-Kongresses war beschränkt auf die Diskussion der medizinischen Folgen eines Atomkriegs sowie der Zusammensetzung der IPPNB. Sollte sie aus Einzelmitgliedern oder aus Ländersektionen bestehen? Nach heftigen Diskussionen wurde beschlossen, dass die Affiliates, also der verschiedenen Länder, ihr Tätigkeitsspektrum auch selbst bestimmen und erweitern könnten, aber dass die Verhütung des Atomkriegs die Hauptaufgabe sein und bleiben müsse. Im Oktober 1981 lud die IPPNB engagierte Ärzte aus verschiedenen europäischen Ländern des Westens und des Ostblocks zu einem Vorbereitungstreffen für einen 2. internationalen Kongress nach Ascot bei London ein. Dort wurden das Vortrags- und Workshop-Programm und die Namen der gewünschten Referenten besprochen. Laun und Schassow stellten ihre Vorstellungen zur Diskussion. In einem persönlichen Gespräch überzeugte mich Laun von der ärztlichen Aufgabe, einen drohenden Atomkrieg, in dem es keine ärztliche Hilfe geben kann, verhüten zu helfen. Ich beschloss daraufhin, die Initiative zur Gründung einer deutschen IPPNB-Sektion zu übernehmen. Auch mit Schassow hatte ich ein sehr freundliches Gespräch und ich erkannte, dass er ein ehrlicher und engagierter Förderer der IPPNB sein werde, der allerdings bei allen Aktivitäten immer die sowjetische Regierung werde informieren müssen. Aber das musste ja gar kein Nachteil sein. Es war ja gut, wenn die sowjetische Regierung auch erfuhr, was die IPPNB zur Verhütung von einem Atomkrieg tun will. Ein Jahr später gelang es Laun, den befreundeten sowjetischen Botschafter Dubin für die Idee eines öffentlichen amerikanisch-sowjetischen Fernsehgespräches zu gewinnen. Nach Dobrinis Befürwortung und Jim Mullers persönlicher Vorsprache beim Direktor für internationale Angelegenheiten des Staatsfernsehens sowie Chasovs Einfluss im Kreml konnte im Juni 1982 die Sendung stattfinden. 60 Minuten lang dauerte das im sowjetischen nationalen Fernsehen zur besten Sendezeit abends live übertragene und von hunderten Millionen Sowjets gesehene und gehörte Gespräch der 6 Ärzte. Sie erklärten und diskutierten die medizinischen Folgen eines Atombombenkriegs, der auch durch ein technisches Versagen ausgelöst sein könnte. Mullers Ausführungen in russischer Sprache waren der Höhepunkt. Amerikanische und europäische Journalisten waren zur Aufnahme zugelassen, damit die 2 Tage später ausgestrahlte Sendung nicht der Vorwurf gemacht werden konnte, es habe ja Zensur bestanden. Die Sendung wurde zu einem Medienereignis mit breiter Publikation auch in der Presse. Der Film wurde in den USA von der IPPNB und PSA mit Müllers Worten oft aufgeführt. Look,
We were allies against Hitler. We are going to have to become allies against the nuclear arms race. Also schaut doch her, wir waren Alliierte gegen Hitler und jetzt sind wir dabei, Alliierte zu werden gegen die Atomwaffenrüstung. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, meine Redezeit ist abgelaufen. Ich konnte nur einen begrenzten, aber sehr entscheidenden Abschnitt aus der unglaublich erscheinenden Gründungsgeschichte der IPPNW erinnern, die nach dem Motto von Laun, only those who see the invisible can do the impossible, so erfolgreich wurde. Also nur diejenigen, die das Unmögliche sehen, die das Unsichtbare sehen, könnten das Unmögliche tun. Und dies wurde so erfolgreich und hat wesentlich zur Beendigung des damaligen Kalten Krieges beigetragen. Ja. Diese erfolgreiche Entwicklung begann mit dem Engagement von Laun und seitdem dem Erfinder des Defibrillators und einer Gruppe großartiger amerikanischer Kollegen und Kolleginnen. Was zur Gewinnung von Evgeny Chasov führte und dessen sowjetischen Kollegen. Also damit wurde der wichtige Chasov gewonnen, überzeugt und gewonnen und dann ein ganz wichtiger Streiter für die Verbündung des Atomkriegs und hatte dann ja auch einen großen Einfluss auf die IPPNW-Sektion des Warschauer Paktes, die ohne Chasovs Zustimmung und sowjetische Affiliates gar nicht hätten teilnehmen dürfen. Zum Schluss möchte ich Ihnen, ja, da sehen Sie also nochmal Bilder von Laun bei der Rede auch dann während des Friedensnobelpreises. Und das nächste Bild bitte. Ja, da sehen Sie eben Laun mit Gorbatschow sprechend. Das war dann wirklich der Schöpfer der Beendigung des Kalten Krieges und derjenige, der ein gemeinsames europäisches Haus schaffen wollte, wozu auch unser Bundesaußenminister Genscher und auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker volle Zustimmung geben wollten. Das nächste Bild. Bitte das nächste. Ja. Und hier sehen Sie ein Zitat der Amerikaner, die eben ganz wesentlich mit Laun zusammengearbeitet hatten und denen es auch wichtig war zu sagen, es war wirklich Laun und nicht andere Leute. Es ist wahr, dass ohne Bernard Launs Initiative sein eloquentes Engagement und erfolgreiche Überzeugung von Chasov und durch ihn auch Brezhnev, ein Atomkrieg müsse verhindert werden, wobei die IPPNW helfen könne. Die Gründung der IPPNW und die Verleihung des Friedensnobelpreises ohne ihn also nicht möglich gewesen wäre. Und das letzte Zitat. Unseres Ehrenmitglieds Laub ist nämlich Ehrenmitglied der deutschen IPPNW und ist im letzten Jahr leider verstorben. Und er hat damals gesagt, bei einem Benefizkonzert und Vortrag in Frankfurt, die Stunde ist spät, wir dürfen unsere Augen nicht verschließen, nur auf das Gute hoffen und dabei passiv bleiben. Hoffnung ohne Aktion ist hoffnungslos. Überleben bedarf des Protestes, nicht der Resignation. Und ich meine, dass wir uns daran halten wollen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Vielen Dank, lieber Uli. Das war eine so berührende Rede. Und ich denke, die wichtigsten Botschaften mit der Geduld und der Beharrlichkeit, die Bernard Laun hatte, um eben wirklich Tschassow zu überzeugen, nicht sofort aufzugeben. Und auch diese Beschimpfung, dass Bernard Laun ja am Anfang als naiv beschimpft wurde, was uns im Augenblick in der Friedensbewegung ja auch sehr oft passiert. Das sind ganz wichtige Botschaften, die uns mitgebracht hast. Und eben das letzte Zitat, dass es wichtig ist, zu kämpfen, sich einzusetzen und aktiv zu werden.